Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Kampagnenfolge. Es ist wieder Mittwoch, ich habe mich ein bisschen umgemockt und wir sind im Ardenwald. Denn vor kurzem erreichte mich ein dringender Hilferuf von Isera und da wollen wir natürlich jetzt einmal nachschauen, was es denn damit auf sich hat. Hatte diese Dame gerade ein Huhn auf ihrem Kopf? Das müssen wir nochmal nachprüfen. Sehr gut. Wichtigster Charakter an dieser Stelle. Dann hüpfen wir mal nach vorn und schauen, was Isera für uns hat. Mein langer Schlaf ist vorbei. Ein Ruf aus tiefstem Herzen. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Bluteuter. Der Ardenwald braucht eure Hilfe. Möge die Nacht euch umarmen. Jagd zwischen den Häusern. Ich habe geträumt, dass Tyrann de Whisperwind für das Überleben des Ardenwalds entscheidend ist. Die Nachtwehr suchen schon lange nach anderen wie ihr, nach anderen ehemaligen Nachtkriegern. Das haben wir in der Nachtwehr-Kampagne gemacht. Wir haben einen uralten Verbündeten von Azeroth beauftragt, nach ihnen zu suchen. Hullen Hochberg. Eluns Macht ist zu überwältigend für ein sterbliches Wesen, selbst für Tyrande. Ich weiß nicht, wie lange sie das noch aushält. Lasst mich das noch etwas weiter ausführen. Dann müsst ihr euch so schnell wie möglich mit Hullen in Maldraxxus treffen. Der Zyklus muss gewahrt bleiben. Okay, wir haben beim letzten Mal ja erfahren, dass die Steinhauerin aus Revendreth anscheinend eine Nachtkriegerin war. Im Rahmen der Nachtfähr-Kampagne haben wir zwei ehemalige Nachtkrieger getroffen. Oder besser gesagt einen, der dann die Macht teilen wollte und dann sind beide gestorben. Hoppala, und Hullen ist in Maldraxxus. Hat da also anscheinend auch einen getroffen. Fraglich ist jetzt, ist das Zufall, dass anscheinend in allen Zonen einer zu finden ist? Vielleicht auch noch in der Bastion? Spione Eluns? Na, da wollen wir erstmal nicht weiter denken. Ich bin dem Traum und der mondlosen Nacht verbunden. Der Ardenwald hat bei der Suche nach früheren Nachtkriegern um Hilfe gebeten. Meine Träume hier haben vieles offenbart. Die Gefahren, in denen Tyrande schwebt, doch auch, dass gerade sie irgendwie für das Überleben des Ardenwalds von Bedeutung ist. Die Nachtfähr haben in den Reichen der Schattenlande nach ehemaligen Nachtkriegern gesucht. Wir glauben, dass jene, die einst Eluns Macht innehatten, einen Teil davon übernehmen und Tyrande so vor dem sicheren Tod bewahren können. Na gut, weil die das natürlich kennen. Na, die können das am ehesten aushalten. Wir hatten damals die Theorie zusammengesponnen, dass die Seelen der Nachtelfen, die wir aus dem Schlund gerettet haben, dann diese Macht aufnehmen, weil es sind viele. Jeder nimmt so ein Kieselsteinchen voller Macht in sich auf und damit retten die Nachtelfen Tyrande, vergeben ihre Anführerin und dann können sie alle ein neues, besseres, tolleres Volk sein und ne, Attacke. Aber mit den ehemaligen Nachtkriegern ist vermutlich eine sogar noch bessere Variante, wenn die denn mitmachen. Einer von ihnen, namens Tirnax, war hier im Ardenwald und hat uns geholfen. Hullen Hochberg, ein tapferer Krieger aus vergangenen Zeiten Azeroths, ist nun ein Fährtenleser der wilden Jagd und hat uns bei der Suche nach den ehemaligen Nachtkriegern geholfen. Er glaubt, dass er zwei weitere aufgespürt hat und erwartet eure Unterstützung in Maldraxxus. Eilt euch, Tyrande bleibt nicht viel Zeit. Der Ardenwald wird die Dürre überleben. Ja, hoffen wir es. Das schwöre ich. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Maldraxxus. Wir sind in Maldraxxus angekommen und Hullen wartet schon auf uns. Lasst uns reden. Eure Taten haben sich in den ganzen Schattenlanden herumgesprochen. Ich weiß, zusammen werden wir diesen Nachtkrieger schnell finden. Die Klinge in der Nacht. Obwohl meine Suche mühsam war, habe ich zwei vielversprechende Hinweise auf weitere Nachtkrieger finden können. Der erste befindet sich hier in Maldraxxus. Dieser Turm enthält Aufzeichnungen über diejenigen, die in Maldraxxus ankamen. Darunter ist auch jemand, der als die Klinge in der Nacht bezeichnet wird. Das sollte also unser nächster Nachtkrieger sein. Auf dem Weg hierher habe ich eine Menge Fallen entdeckt. Zweifellos werden wir innerhalb des Turms noch mehr davon finden. Jemand versucht, uns aufzuhalten. Wir werden sicherstellen, dass es diesem jemand nicht gelingt. Der ist der selber im Zweifelsfall, weil er keinen Bock hat. Und Klinge in der Nacht könnte ja auch einfach ein heftiger Assassine sein, irgendein Spion aus dem Haus der Augen. Aber Hullen wird schon wissen, was er tut. Der Ardenwald. Ich lese Spuren, nicht Folianten. Mal sehen, was wir über unsere Beute herausfinden. Ja, sind ja keine Nerds in der Bibliothek, oder? Soweit kommt's noch. Da haben wir welche. Und hier wird schon gut aufgeräumt. Nice, dann sneaken wir einfach durch. Jemand möchte nicht gefunden werden. Naja, jemand möchte nicht helfen. Wieso nicht? Ist ja auch Gollum, der uns beobachtet. Wenn ich jetzt gut mit der Stimme von Hullen, oder? Bin momentan sowieso auf dem Herr-der-Ringe-Film. Mal wieder so ein bisschen kleben geblieben, ne? Und dann einfach, das ist Gollum.
Fände ich gut. Und dann oben noch so ein Brunnen, da werfen wir dann so ein Skelett rein. Da hätte ich Bock drauf. Leute, ich kriege momentan ein bisschen zerbumst, einfach weil die Pollen mich mal wieder hops nehmen, ne? Nicht wundern. Eine Falle. Wie erwartet. Vorsicht. Ja, ich lese hier weiter, ne? Das Buch ist von Überresten eines Spinnennetzes umgeben. Naja, die Untergebenen von Varsh. Na, sag mal, also, das ist ja unglaublich hier. Der Spawn ist doch nicht euer Ernest. Pass auf, wir machen das jetzt einmal wie ein richtiger Todesritter. Und dann haben wir hier aber auch die Schnauze voll, ne? Das Problem ist jetzt, wie bei Weltquest, ich habe als Tank eine AOE-Fähigkeit gelegt. Das heißt, jeder Heini, der hier rumrennt, wird jetzt seinen Kack bei uns abladen. Aber jetzt sind wir hoffentlich durch. Los geht's. Die hätte nicht einmal ich vorhersehen können. Ah ja, Hullen. Nachdem viermal hintereinander das exakt selbe passiert ist, hätte man das wirklich nicht kommen sehen können. Vielleicht hätten wir wen anders schicken sollen für diese Suche. Aber hier zumindest scheinen wir fertig zu sein. Das heißt, es geht auf die zweite Ebene. Wir flitzen und diese Türme in Maldraxxus, die kennen wir. Da waren wir ja schon häufiger unterwegs. Das Grabmal des Wissens, in dem wir jetzt ja auch wieder sind, genau. Hier haben wir ja auch das geheime, gesicherte Versteck des Primus gefunden mit vielen verschiedenen Aufzeichnungen aus Maldraxxus. Und das haben wir mit einem Mittler gestürmt und aufgeschlossen. Ob das so clever war, das bleibt wohl noch abzuwarten. Eine Falle, wie erwartet. Vorsicht. Hat die mir gerade 50% Leben abgezogen? Beachtet die Krallenspuren auf dem Einband. Krallenspuren? 50 Shades of Spinnennetz oder was? Jemand möchte nicht gefunden werden. Okay, Spinnenweben, Krallenspuren, gesicherte Folianten. Vielleicht auch nur jemand, der ein großes Prank-Video dreht, aber hoffen wir, dass wir am Ende des Weges denjenigen finden, den wir ja auch wirklich gesucht haben. Rein interpretativ haben wir da ja schon so ein paar Freiräume, ne? Das ist nicht euer Ernst, um Gottes Willen, was für eine schlimme Quest ohne Phasing. Na, noch eine Frostnova. Ja, noch eine, komm. Sag mal, Margret, haben wir noch eine Frostnova hinten im Lager hier? Mensch, die Bestellungen, die gehen durch die Decke, dankeschön. Margret hat keine gefunden. Dann können wir auch nach oben. Und auch die Dudus hier, ne? Seelengestalt, ey, Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Oh Junge, Hullen, du machst Sachen, ne? Du machst Sachen, kein Wunder, dass du so ewig gebraucht hast. Das ist ja unglaublich. Hier haben wir weitere Folianten, mal schauen. Noch eine Falle. Au. Kriegsaufzeichnungen, also auch das eher... Die ganzen Skelette sollten uns vielleicht eine Mahnung sein. Auch das eher Aufzeichnungen von unserem Primus, ne? Der natürlich ein Genie war, was Taktiken, was Militärisches angeht oder anging. Ich hoffe, er ist es immer noch, ne? Aber so ausführlich haben wir mit dem Guten ja noch nicht sprechen können. Jetzt unterbrechen die mein Buff-Food. Es ist alles ganz schlimm, Leute. Und der war natürlich, oder bleiben wir lieber beim Is, ne? Das gibt mir Hoffnung. Die Möglichkeit, dass der Primus immer noch ein starker Ficker ist, das hat er ja in den letzten Kampagnen gegen Hell ja eigentlich auch bewiesen. Er ist ein großer Runenschmied, ja, und er hat Maldraxxus verteidigt, auch gegen die angreifende Leere, ja, hat des Öfteren die Herrscharen dieser Zone zum Sieg führen können und wenn denen seine Aufzeichnungen hier so rumliegen, naja, dann sollte uns das erstmal zu denken geben, aber auf der anderen Seite ist das natürlich höchst interessant, ne, Wissen... Die hätte nicht einmal ich vorhersehen können. Was in diesem Grabmal zu finden ist... Ich sag mal, das sind Taktiken. Da könnten ja Feinde dran interessiert sein, ne? Wie zum Fick hat er die Leere zurückgeschlagen? Was sind seine Gedanken? Unsere Beute weiß Gifte und Säuren wohl zu schätzen. Seine Gedanken zum Geschehen auf den Schlachtfeldern, also nicht, dass die Schreckenslords ja auch schon unterwegs waren oder so. Nö, nö, die würden hier bestimmt nichts unterwandern, aber hätte man vielleicht doch ein bisschen besser wegschließen sollen alles. Aber wer bin ich, den Primus und seine Methoden in Frage zu stellen? Wir sind gleich auf der obersten Ebene und erwarten mehr als militärische Geheimnisse. Hallöchen. Ah ja, auf so einem Altar. Mal sehen. Wir jagen offensichtlich einen Spion aus dem Haus der Augen. In der Tat. Und ihr sagt mir jetzt, wieso? Oh. Hallöchen. Ja, oder es ist einfach auch Galik. Varshs Ergebene, eine der Obersten. Sprecht leise. Ich tue, was meine Baronin befiehlt.
Der Atemwald hat bei der Suche nach früheren Nachtkriegern um Hilfe gebeten. Stille ist Tyrande die beste Rüstung. Eine Nachtkriegerin aus meiner Welt ist in großer Not. Wir benötigen andere Nachtkrieger, um ihr mit einem gemeinsamen Ritual zu helfen. Um ihr einen grausigen Tod zu ersparen, meint ihr? Oh. Da wir Verbündete sind, helfe ich. Aber nicht, bevor meine jetzige Mission beendet ist. Ah ja, wäre ja auch zu einfach gewesen. Was ist euer Begehr? Es ist ja nicht so, als wollte ich euch nicht helfen, aber es gibt Dinge, um die ich mich vorher kümmern muss. Wenn ihr gestattet, meine Baronin, Lady Varsh, hat mir eine Aufgabe übertragen. Mit etwas Unterstützung wäre meine Rache geschwind. Doch sie muss eurer Hilfe erst zustimmen und mir erlauben, euch bei eurer Aufgabe zu begleiten. Wer hat jetzt nicht diesen Frostnova-Folianten hier hochgezogen? Die machen mich fertig, meine Mitspieler. Geht zum Sitz des Primus. Dort werden wir mit ihr sprechen. Beobachtet. Ich muss nach Ravendreth. Gute Jagd, Schlundgänger. Lady Kalik? Wir treffen uns am Sitz des Primus. Jawohl. Ach, und dann ist der Letzte nicht in der Bastion, weil Hullen weiß ja gar nicht, dass wir mit der Steinhauerin schon gesprochen haben. Ah, okay. Schade. Doch keine Spione überall? Oder doch? So gut versteckt, dass nicht mal der Fallenmeister Hullen ihn finden konnte? Mal schauen, große Offenbarungen zu Elun, die werden wir auf jeden Fall im Rahmen der heutigen Kampagne serviert bekommen. Aber ob wir hinterher schlauer sind, also so richtig, naja. Wie wir unsere Freunde von Blizzard kennen, haben wir dann zwar ein paar Antworten, aber die generieren nur noch mehr Fragen. Ich freue mich. Und wir sind bei Lady Varsh. Unser Wille geschehe. Schlundgänger, ihr habt euch also zu einer Rückkehr herabgelassen? Erläutert die Situation und bittet Kalik, dem Atemwald zu helfen. Die Macht, Kalik, entfernt Kel'Thuzas Getreue aus dem Haus der Rituale. Danach dürft ihr der Nachtkriegerin helfen. Wenn ihr gestattet, Baronin. Ja, Kalik, erst abwaschen und dann darfst du zum Spielen raus, ne? Sie kriegt einfach eine Weltquest von Lady Varsh. Haus der Rituale aufräumen. Krass. Ich tue, was meine Baronin befiehlt. Mit eurer Hilfe sollte meine Liste im Nu erledigt sein. Es gibt kein Entkommen. Zwemani war dafür verantwortlich, dass mein Markgraf gefallen ist. Sindane glaubt, dass er Kel'Thuzas loyale Truppen um sich zu versammeln versucht, damit sie ihn bei seinem nächsten Plan unterstützen. Wir sollten nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort suchen und ihn dann töten. Unser Haus wird überleben. Verstecken ist zwecklos. Es gibt noch einige, die ihre Unterstützung für Kel'Thuzad niemals öffentlich gezeigt haben. Auch nicht nach seinem Coup. Aber auch sie waren am Sturz des Markgrafen beteiligt und auch sie werden dafür sterben. Sie haben erst einen Namen. Was für ein Ding? Dravaora ist ja fast so schön wie mit der Verdammnisfestung beim letzten Mal. Ich habe erst einen Namen. Dravaora, aber da sind noch mehr. Sindane glaubt, diese Verräter tragen alle Zeichen der Gunst. Sie weiß nicht, wer solch ein Zeichen hat, also töten wir einfach so lange, bis wir sie finden. Dieses Exempel wird dem Rest von ihnen nicht lange verborgen bleiben. Bleibt in den Schatten. Ihr könnt nur sterben. Der letzte Name auf meiner Liste ist ein Lich namens Fal'Zing. Sindane hat ihn genau im Auge behalten, um mehr über Kel'Thuzads Pläne zu erfahren. Fal'Zings Ende soll so schmerzhaft wie möglich sein. Wir sollten ihn auf der Exoramas im Haus der Rituale finden. Unser Haus wird Baronin. Kanntet ihr diese Tyrande Whisperwind im Leben? Oh. Ich weiß, sie ist schwer zu töten. Oh. Konzentriert euch auf eure Aufgabe, Kalik. Ja. Zu Befehl. Varsh, gut gerettet. Ich weiß, sie ist schwer zu töten. Oh, Junge. Na dann, fliegen wir mal rüber zu unserem Haus der Rituale. Und dann sehen wir da gleich, ob wir Fortschritte machen können. Dann toben wir uns doch mal aus. Unsere gute Kalik hat schon gesagt, ja, die führen hier die Befehle sogar ohne die Anwesenheit von Kel'Thuzad aus. Wir müssen sie alle abschlachten, ja. Ganz egal, wer oder was uns im Weg steht. Wir müssen alle weg. Eine zerfledderte Notiz. Ihr könnt lediglich entziffern, die Zeit naht. Haltet euch bereit. Oha. Kel hat anscheinend noch einiges vorgehabt. Und auch hier ein weiterer Brief. In diesem Brief erhält der Empfänger den Auftrag, bestimmte Ritualobjekte für Kel'Thuza zu stehlen und Chaos zu verbreiten. Ja, wenn er hier wirklich immer noch einen gewissen Einfluss hat und seine Diener aktiv sind und er vom Schlund aus einige dirigieren kann und auch weiterhin Zugriff hat, nicht nur auf das Wissen, was ja, wie wir eben erst gesehen haben, wieder in Maldraxxus verborgen liegt, sondern eben auch
auf die Objekte, auf die Relikte vom Haus der Rituale, ja dann gute Nacht, ne? Da sollten wir wirklich eingreifen. Im Rest wird ein Treffen von Gleichgesinnten im Süden und ein Versprechen auf baldige Macht erwähnt. Ja, das klingt wirklich nach Kell. Ne? Wenn du ihm nicht mehr zuhörst, dann sagt er, komm, ich gebe dir so viel Macht. Junge, du wirst Augen machen. Und alle um dich rum, die werden auch Augen Unter machen. Unter Keltosatz Befehl hätten diese Lichs das Haus der Augen fast ausgelöscht. Das vergesse ich nicht. Oh ja, da ist auch so eine persönliche Note mit dabei. Was haben wir hier? Ein gefaltetes Sendschreiben. Laut diesem Schreiben wird Kel'Thuzad seine Anhänger bald versammeln. Es ist auch von einem Treffen unter den Stielen die Rede. Unter den Stielen. Zankermarschen, Leute. Große Pilze. Haben wir ja auch in Maldraxxus einige. Räudige, seuchenlastige. Im Leben wurde ich zur Nachtkriegerin, um mein Volk zu rächen. Ganz so wie jetzt. Oh, okay. Da haben wir es nochmal. Der persönliche Racheaspekt. Und sie wurde zur Nachtkriegerin. Geheimnisse für die Augen? Um ihr Volk zu rächen. Das ist natürlich der fast identische Weg, den auch Tyrande gegangen ist. Und in diesem Fall auch sehr interessant, wo es quasi schon zu spät war. Ja? Sie sagte nicht, um ihr Volk zu retten, sondern um ihr Volk zu rächen. Also auch ein interessanter Punkt. Elune greift immer erst dann ein, wenn es schon zu spät ist. Oder was könnte uns dieser Hinweis, wenn wir ihn gedanklich ausweiten, jetzt sagen? Einsammeln. Und der letzte Zettel. Dieser Handzettel schürt Zweifel daran, dass Sindane wirklich fähig ist, das Haus der Rituale zu führen. Ah ja, bisschen Propaganda. Natürlich, darf nicht fehlen. Um, während wir jetzt sammeln und töten und metzeln, in variabler Reihenfolge, nochmal kurz auf Varsh und ihre Ansage von eben zurückzukommen. Während des Kriegs der Ahnen, als die brennende Legion über Azeroth hereinbrach regelrecht, ne, und Königin Achara ihr Übriges getan hat, um das auch wirklich schön am Laufen zu halten, diesen Dämonenstrom. Er wurde Tyrande gefangen genommen von eben jener Legion und im Palast von Achara eingekerkert. Und die hat sie dann besucht und eine Menge Potenzial in ihr gesehen. Hat ihr sogar angeboten, ihre Kammerzofe zu werden. Ne, ein hoher Rang, wenn nicht sogar der höchste. Da bin ich jetzt nicht so drin, was Kammerzofen und Co. angeht. Ja, und Lady Varsh hat das nicht so gefallen. Unter Keltosatz Befehl hätten diese Lichs das Haus der Augen fast ausgelöscht. Das vergesse ich nicht. Sag mal, Kalik, was ist das für eine Art und Weise, mir in die Lore reinzuquatschen? Hör mal, das ist ja unglaublich. Da muten wir jetzt einfach mal. Eiskalt, wie wir sind. Ja, und Lady Varsh war schon immer, ich sag mal, nicht so gut zu sprechen auf Konkurrenz. Ne? Und als Tyrande dann noch sagte, ich lehne ab. Ich lehne ab. Weil ich diene nur Elune, da war sie so richtig sauer. Ja, wie jetzt ihrer Königin, ihrem obersten Licht, ihrer Sternschnuppe, ja, am mondlosen Himmel. Wie da jemand sagen kann, nee, mach ich nicht. Das war halt unverständlich. Und so hat sie versucht, Tyrande zu töten, musste dann aber fliehen, weil sie verkackt hat, ne, und bevor dann andere kamen und es Zeugen gab, musste sie eben abhauen. Ja, und deswegen wusste sie jetzt ganz genau, Tyrande, ja, frag lieber nicht. Ich weiß nur, die ist nicht so einfach zu töten, ne? So sieht's aus. Tja, das Sammeln, das scheint sich ein bisschen zu ziehen. Wo haben wir denn den anderen Kollegen? Da hinten, dann gucken wir uns den doch gemeinsam an. Ach, da oben, ja, weil da könnte natürlich sein, dass wir noch den ein oder anderen interessanten Hinweis auch finden. Ich hoffe, unser Spinnlein, welches da unten wuselt, kommt jetzt auch mit nach oben. Und ja, wir hören jetzt erneut, ne, dass Elune quasi erst, als es um Rache ging, eingegriffen hat und nicht vorher schon das Volk rettete. Und es muss ja wie bei den Nachtelfen ein Volk gewesen sein, das Elune bereits kannte und verehrte. Ansonsten hätte ja auch Kalik mit Sicherheit nicht Elune angerufen, ja, und verzweifelt um Macht und Rache und sonst was gebeten. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass sich dieser Punkt in einer Art ähnlichen Form zu wiederholen scheint. Ja, und der macht gerade Urlaub, oder wie? Auch schön. Da ist er. Ich war es, die sie gerufen hat, Falsinch. Und jetzt sterbt. Oh boy. Kel'Thuzad wird zurückkehren. Oder auch nicht. Auch der Verräter wird seinen Lohn bekommen. So nämlich, selbst wenn er kommt. Er wird mit all seinem Unrat entfernt. Dann kriegt er auf die Phrase und die Gräfin hat uns gerufen. Er fing eben an mit Hilfe, Verrat. Ne? Und sie sagte nur, hey, du bist doch der Verräter, Mann. Ich habe die gerufen. Kurz mal outsmartet. Ne? Gut, Leute, ich sammle noch so ein paar Hinweise, würde ich sagen. Und dann treffen wir uns wieder
sehen wir uns wieder, wenn wir auch den nächsten Named NPC zernichten. Ich glaube, das Sammeln wird ein bisschen dauern. Deswegen bis gleich. Genügend Beweise wurden gesammelt. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob ihr es aus dem Augenwinkel sehen konntet, aber diese Gunstbeweise sind kleine Kätzchenfiguren. Und das ist natürlich auch ganz klar die Handschrift von Kael Tusaad. Wir wissen, seine geliebte Katze Mr. Bigglesworth war damals schon ein legendäres Kleintier im alten Naxxramas, um das sich viele Legenden rankten. Denn wenn man das getötet hat, das Kätzchen, dann hat Kael Tusaad rumgeschrien und die Spieler haben sich verschiedene Geschichten dazu ausgedacht, dass wenn man das Kätzchen tötet, nur noch Platte droppt oder Kael Tusaad dann einen leichteren, schneller erreichbaren Enrage-Timer hat oder was auch immer, gab es die verschiedensten Legenden. Wir sehen uns wieder. Ja, zuversichtlich sind sie ja immer noch, ne? Das kennen wir ja von den Dienerleinen. Egal, ob ich sterbe oder nicht, tausende andere werden meinen Platz einnehmen. Und der Meister und sein Plan, ne? Ihr könnt beide nicht vernichten und... Ah, die Klassiker. Überzeugt sind sie, das muss man ihnen lassen, hilft ihnen nur am Ende des Tages auch nicht wirklich weiter. Ja, und dieses Kätzchen ist jetzt auch wieder als maldraxische Schleimkatze im Sanktum der Dominanz im aktuellen Raid zu finden. Also, da haben sie wieder schön mit Anspielungen um sich geworfen und genauso mag ich das auch haben. Dort unten lauert unser letzter NPC. Ich glaube, ich weiß, wo wir unser Ziel finden. Lassen wir ihn nicht warten. Ah ja. Die Stiele, Leute. Zangamarschen auf Wish bestellt. Großartig. Und auch Zemani wurde gefunden. Und sagt gar nichts. Nimmt seine Niederlage einfach hin. Das ist auf jeden Fall neu. Dann gehen wir gleich mal noch einen Schritt zur Seite. Und dann schauen wir, ob Kalik zufrieden ist. Geheimnisse für die Augen? Es gibt kein Entkommen. Die Verräter können nicht entkommen. Einer der Anführer ist tot. Aber ich werde erst ruhen, wenn sie alle tot sind. Und... kurz gefaced. Der Rest von ihnen wird sich aus Angst fügen. Verräter können sich nicht verstecken. Und? Ich tue, was meine Baronin befiehlt. Dies ist das einzige Ende für alle, die Maldraxxus verraten. Ja, dann konnten wir doch ordentlich aufräumen. Sprecht leise. Rache für Akarek. Die letzten Verräter an Markgraf Akarek sind tot. Das bringt unseren Markgrafen zwar nicht zurück, aber ich bin trotzdem zufrieden. Meine Baronin wünscht, dass wir Markgräfin Sindane von diesem Erfolg berichten, bevor wir zum Artenwald aufbrechen. Beobachtet alles. Ja, dann machen wir das doch. Akarek war der Markgraf vom Haus der Augen, der auch im Nachleben-Trailer Draka losgeschickt hat. Und der muss auch krass gewesen sein, so viele Charaktere, von denen ich gerne noch mehr gesehen hätte. Aber gut, jetzt ist ja der Primus erstmal zurück und auch der hat erst angefangen. Ich hoffe, da kommen noch einige sehr, sehr coole Szenen. Und wir flattern wieder nach oben und sagen der Lichttante Bescheid. Hallöchen. Ihr dürft sprechen, Sterblicher. Wir dulden keine Verräter. Das war's schon. Das war das Bescheidgeben. Was möchtet ihr wissen? Eine Markgräfin direkt anzusprechen steht euch nicht zu, Akolyt. Es wäre wohl besser, wenn ihr jetzt geht. Ja, sehr nett. Dankeschön. Toll. Dringende Nachricht. Magische Mysterien. Lady Mondbeeres Stimme erklingt aus der Schriftrolle. Bluteuter, anscheinend hat sich Hullen einigen Ärger eingehandelt und... Nun ja, es ist kompliziert. Wir können wirklich eure Hilfe in Revendreth gebrauchen. Ich erwarte euch in der Herrschaftsburg. Bis bald. Wir sehen uns im Ardenwald wieder. Eilt euch. Eilt euch, Hobbits. Wir planen uns bereits mit Keltusans Plänen. Was hat er noch ausgelöst? Ich war es, die sie gerufen hat. Oh toll, mehr Dialoge. Und jetzt sterbt. Yay! Wir plagen uns bereits mit Kael Tusaads Plänen. Was hat er noch ausgelöst? So ja, wer weiß, wo er noch seine Finger im Spiel hatte. Zeit zum Planen und die Möglichkeiten hatte er definitiv. Und Hullen hat so ein bisschen verkackt, ne? Ist er die Steinmutti einfach angesprungen? Das kann die bestimmt nicht so leiden. Das heißt, wir gucken mal, was uns in Revendreth erwartet. Wir sind gelandet und dort unten warten schon unsere Questgeber und ein kleiner Haufen Spieler. Hallöchen. Ihr seid besonders, nicht wahr? Ich bin froh, dass ihr so schnell gekommen seid. Wir haben hier ein kleines Problem. Welch geistreiche Schlagfertigkeit. Die Jagd auf Hullen. Oh boy. Hullen ist irgendwo hier, aber die Steinhauerin lässt wegen der kürzlichen Ärgernisse mit den Schreckenslords niemanden in ihr Gebiet.
Die Wächter lassen niemanden rein und wer fehl am Platz aussieht, wird rausgeworfen. Ja, könnte ja ein Schreckenslord sein, ne? Sie wird da ihre oberste Elitegarde gut im Griff haben, aber wenn dann irgendwer ankommt, der aussieht wie ein leuchtender Tauren, dann denkt man sich vielleicht am ehesten, den kicken wir gleich mal wieder raus. Sad. Zum Glück für Hullen haben Knüppelfratze und ich uns einen unfehlbaren Plan einfallen lassen. Wir müssen nur so aussehen, als gehörten wir dahin. Dann können wir uns umhören und Hullen finden. Ein Kinderspiel. Ja, definitiv nicht das, was Schreckenslords tun würden. Ihr werdet richtig Spaß haben. Wie lautet der Plan? Immer ein Vergnügen. Wir dürfen nicht auffallen. Also werden ihr und ich uns ein bisschen verkleiden. Wir fragen, ob jemand Hullen gesehen hat. Er muss dir doch auffallen wie eine bunte Kuh. Oh ja. Passt ihr nur auf die Scharfäugigen von denen auf. Die durchschauen euch sofort. Gut, wir passen auf. Auf die Scharfäugigen. Na dann. Verkleidung erhalten. Ich würde sagen, liebe Leute, dieses zweite Kapitel schauen wir uns ganz in Ruhe in der nächsten Folge an. Und dann kriege ich es vielleicht auch hin, das Stream-Interface so ein bisschen auszublenden. Lul. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann geht's natürlich weiter mit großen Schritten in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschau.